Hallo, liebe Community, hier sind wieder Mr. Katafi und David von Möbius Gaming unterwegs. Auf Tau Volantis. Genau, und Den. Mission Hausmilben müssen draußen bleiben. Genau, wir sind ja hier auf dem Planeten der Freude und des Spaßes, da haben Hausmilben nicht zu suchen. Genau, Tau Volantis, ne? Ein Morgentau. Genau, wenn ihr auch mal Langeweile habt und irgendwo ein bisschen Party machen wollt. Ja, Tau Volantis ist echt so. Da reißt's euch von den Beinen. Genau. Was habe ich gerade eigentlich für eine Waffe hier? Die macht komische Geräusche. Klingt aber ganz cool. Und jetzt sprinten wir hier mal durch die Höhle. Ah ja. Uah! Ach, das ist ja ein Kryo-Flammenwerfer, Ach genau. stimmt. Ist er hin? Gefällt mir aber ganz gut, muss ich sagen. Ist eine sehr schöne. Das ist natürlich wirklich eine Sache, die sie durch diese Doppelwaffen echt gut gemacht haben. Weil der Flammenwerfer war natürlich, oder als Dot-Waffe ist es natürlich immer das Problem, du machst einmal ein bisschen Schaden und dann musst du warten, bis was passiert. Und hier kannst du einfach mit der Sekundärwaffe draufhalten. Also du kannst hier zum Beispiel einfrieren und musst dann nicht die Waffe wechseln, sondern kannst einfach mit dem Genau. Sekundärfeuermodus drauf hauen. Wow, ich habe Tungsten gefunden. Schön. Geh mal Ja, weg, du da. das macht schon echt Laune. Also ich bin mal gespannt, ob man auch größere Viecher damit einfrieren kann. Oh ja. Also es würde mich halt. Hey, keep it down. As long Das. as we're on this side of that wall, we're sitting ducks. She's in there. Well, we're not getting in through the front door. Da zeigt sich übrigens wieder die Qualität von Ingenieuren, beziehungsweise die Kompetenz von Ingenieuren und Soldaten in dem Moment, ne? Ja, echt. Er ist halt einfach so ein Bürger. Das hat sich auch nicht geändert. Er hat ja nie eine militärische Ausbildung oder so gehabt. Er ist ja einfach immer losmarschiert und hat einfach wie soll man sagen, Der, ja. Besessenheit. Der Besessenheit. Obsession, genau. Wo müssen wir denn? Wir Hey, müssen da da ist ein rein. Schild. Da ist ein Schild. Oh, das ist ein Schild. Steht denn drauf? Notice: Authorized Personnel only. Warning. Life Heißt. Circuits. Ey, ich höre übrigens gerade so ein. So ein Schatzdings, das Ja, ist. uns fehlt aber ein lustiger. Ja. Aber wir können hier mal reingehen, mal gucken, was hier so ist. Das wollte ich gar nicht. Hey, what? Let's get one thing straight, Clark. We came to this frozen shithole to stop the markers, and nothing, not you or your obsession with Ellie, is gonna get in my Obsession, way. ja. You got that? Das trifft. I know I'm doing this. You. Let's get this lift powered up. With any luck, everyone will be waiting for us past the gates. Schön. Ah, der Lift geht gar nicht draußen, weil ich den müssen wir nehmen. Oh, ist ein Traum, denn hier ist eine Bench und mein Bot ist gerade Ist unterwegs. das Beste von allem hier. Mann, was eine Idee. Und dann kann ich auch gleich mal meine Waffe umbauen, denn ich wollte mir meine MG oben hinbauen. Also ich habe jetzt diese Einzelfeuerpistole und ich baue da mir jetzt doch das. Eine Force Gun, nee, das ist das nicht. Lassen wir mal die Force Gun weg. Sondern, ich muss kurz nachdenken. Kein Plasma Core. Civil Charge könnte witzig sein. Das klingt aber auch lustig. Nee. Eingefrorene Gegner. Eingefrorene Gegner. Ja, sprechen Sie sich aus? Ja, eingefrorene Gegner, dann. Wie könnte man die denn mal platt machen? Ach so, ach, da bist du. Ja, ich überlege halt, ich bin gerade dabei, halt, wie könnte man was Besseres aus dieser Waffe herausholen? Ja. Ich glaube, die Chain Gun ist aber schon eine ganz gute Wahl. Stasis Coating, ja, damit wird das alles noch langsamer. Ich mache aber nicht viel Damage. Naja, du machst Damage, ne, hast du gesagt? Ja, ich bin Damage-Dealer. Okay, dann. Klick. Zur Not kann ich immer noch den klassischen Plasma-Cutter benutzen, einfach. Genau, Wenn bau gar dir nicht doch geht. eine zweite in die zweite Hand noch eine schöne Waffe. Das mache ich ja auch noch mit Ja. dem Na, sag. Also geil, meine Einhandwaffe, also praktisch meine Secondary Weapon, ist Ja. in der Tat ein Plasma-Cutter mit einer Uzi drunter. Ja, sehr geil. Manchmal muss es einfach ganz casual sein, weißt du was? Dann muss ich einfach ganz. Oh, wir bauen uns erst nochmal einen Ammo-Clip, man weiß ja nie. Ja. Wow, 9 Medium-Packs. Stimmt, da kann ich auch mal gucken, was ich noch da habe.
Toll, die Folge beginnt richtig spannend, indem wir einfach nur wieder an der Bench rumstellen. Ne? Ja, aber es ist halt leider echt, da führt kein Weg dran vorbei. Es hat den einfachen Hintergrund, dass ohne Munition, ne, ohne Moos nichts los, ohne Munition. Auch nichts los. Naja, gar nichts, überhaupt nichts los. Suit-Kiosk. Hey, hier könnte man vielleicht noch upgraden. Hier ist ja wirklich alles drin, das ist ja... Ja, es ist ein Traum. Das ist ja Premium hier. Da weiß ich ja gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Ja, komm her. Oh, ja, ich bin ganz muss gerne. Es tun. Ich muss es tun. Ich baue mir jetzt eine ganz sinnlose Waffe. Eine ganz sinnlose Waffe? Ja, und zwar baue ich mir jetzt einen Sniper-Gewehr mit Raketenwerfer. Das ist eine Waffe. Ne? Da freut man sich. Ja, das ist wirklich eine Waffe. So, okay. So, jetzt fühle ich mich echt so. Ich gar nicht mehr. Feier. Oh, das ist schön. So, ich bin echt mal gespannt, wie das da draußen gleich wird. Bestimmt total lustig. Ja, ich spüre schon die Fröhlichkeit. Ja, es wird ein Hort des Spaßes. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da draußen jetzt wirklich gleich irgendwas passiert. Einfach schon alleine, weil das so eine große, weite, offene Fläche ist und wir noch kein Monster begegnet sind. Stimmt. Das sind immer so die Sachen, die machen mich recht nervös. Vor allen Dingen große, weite Flächen können auch mal sehr, sehr schön zu einem Bosskampf führen, den wir ja sehr, sehr wenig bisher hatten. Ja. Ja. Also bis auf diesen einen ganz am Anfang gegen dieses Tentakelmonster hatten wir ja eigentlich noch keine Bosskämpfe. Weißt du, welches ich meine? Ja, natürlich, ja. Aber ist auch gut so, dass wir da noch nicht weiter was hatten. Ey. Das ist immer gut, also man darf das auch gar nicht herbeisehen, sowas. Na okay, doch, es ist natürlich spannend, aber ist natürlich auch Hardcore, was wir jetzt... Also ja. Nicht Hardcore, sondern es ist natürlich... Wir spielen auch schwer, aber... Ja, man muss haben es wir auch. Nicht. Nee, es muss nicht. Tesla Core. Gut, ich bin zufrieden. Das ist eine Waffe. Damit kann ich leben. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, definitiv. Also Waffen bauen ist echt das Allergeilste hier bei Dead Space 3. Also ich habe selten was gesehen, was so viel Laune macht innerhalb von einem Game. Das ist fast wie das Craften, keine Ahnung, da fällt mir nicht viel zu ein. Was für ein Game könnte man damit vergleichen, wo man so viel craften kann? Keine Ahnung, WoW? Nein, auch nicht. Okay. Mir fällt nichts ein, wo kann man so viel craften? Das ist das eine schlechte Waffe? Nebenbei. Okay. 84 Schuss, aber ein bisschen wenig. Na egal. Für was denn? Was hast du da genau? Für das MG. Mein MG hat jetzt 84 und darunter ist die Shotgun. Geil, guck mal da hinten. Oh, schön. Kisten. Da verkaufe ich doch gerade mittlere Medipacks und da kommt man mir jetzt damit. Kann man hier runter gucken? Kann man hier runter gucken? Da will ich gar nicht runter gucken. Gehen wir mal hier hinten hin. Lalala. Oh. Ja, es geht wirklich tief hinunter hier. Oh ja. Ja, aber ansonsten ist hier nicht viel los. Also, da drin ist bei mir erst wieder ein neuer Ressourcenpunkt. In diesem Hort der Freude? Ja, aber in der Tat hier, wenn wir auch mal unseren Ping benutzen, dann sehen wir, es geht hier nach oben, es geht aufwärts. Ich habe jetzt halt noch ein Scharfschützengewehr mit 4 Schuss, mit einem Raketenwerfer mit 2 Schuss. Das ist echt so eine Waffe, so einfach DPS fahren, ja. Ne? Einfach schön DPS fahren. Weil die Anzüge sehen verdammt geil aus, ganz ehrlich. Wir hätten es nicht sagen sollen. Ja, schon. Sind mal genug, Junge. Alter, oh, muss ich jetzt eh drücken, ey. Geil, oh Mann, endlich, oh, jetzt gibt's richtig auf dem Mob. Und wir reißen die Klappe auf mit Bossmonster und so. So, jetzt komm mal, jetzt will ich mal sehen, wie der Kuro-Flammenwerfer in dieser Situation. Riesenameise. Ja, ich glaube, ich habe ihn verlangsamt. Autsch. Wir müssen auf die weichen Teile schießen. Ja, das ist, ich sehe nichts Weiches. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich glaube, wir haben sogar schon was abgetrennt. Jetzt kann er touchen, jetzt wollen wir nicht. Aua! Ah, da oben. Hallo, Junge. Oh, ich kann nur einen Schuss landen. Oh, jetzt ist mal genug hier.
Schöner Schuss! Ja. Ja, wo kommt hier was raus? Was ist denn los mit dir, Orb? Bist du umgefallen? Ui. Ah, da hat er wieder seine Ärmchen rausgeholt. Ah, klasse, nicht nachgeladen. Ja, ich habe auch gerade im Moment nachgeladen. Es gibt hier aber echt auf die Mütze. Ich tank den hier gerade so halb. Das gefällt mir ein schöner Schuss. Ein Arm ist wieder ab. Was machst du denn da hinten mit dem Vieh? Hallo? Also eigentlich chargt er mich die ganze Zeit an. Oh, er... Das ist cool, dass das wirklich ihn einfriert. Ja, ich hab deine Maul... Hahaha. ...Tentakel da, den dritten. Das ist richtig geil, also so kann das gut funktionieren. Ja, au! Wo ist er hin? Ich hab grad richtig Ressourcen verballert hier. Ich auch. Genau. Come on. I think I see a way over the gate. Das ist eine gute Begründung gewesen, eine gute Aussage gewesen. Ja, das ist echt krass, ja. Hier ist noch ganz viel Munition, also ganz viel ist übertrieben, aber. Und ich kann hier irgendwie einen Spot setzen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um gleich mal dicht zu machen. Das ist, ich weiß nicht, also irgendwie, ich höre so ein Piepen. Ja, ja, da oben ist es. Ja. Aber eigentlich kann das nicht sein. Hm, naja, egal, ich glaube, es ist doch da hinten. Oh Gott, ich habe auch richtig Munition verprügelt gerade an dem Teil. Und wir müssen jetzt hier hinten landen, übrigens. Ja. Schön. Ich höre Geräusche. Praktischerweise hat es das hier so eingerissen, dass man hier hochgehen kann. Ah, ja, dann auf. Ist ja nichts los. Aber es ist echt cool, von wegen, wo geht er hin? Da, wo sie immer hingehen, weg. Wo sie immer hingehen, weg. Ja, es sind halt Necromorphs, sind ein bisschen. Ellie. Are you there? Not this again. Not this again, jawohl. Isaac! Oh my god, he's alive? And Carver? Hey, Captain. Ellie! Oh, so good to hear your voice. How did you make it? The ship! We thought you were dead! I followed your trail of flares. Are you guys alright? Yeah, for the most part. I can't believe you're both alive. Here's our coordinates. We're in Central Command. We'll get there as fast as we can. Das ist schon abgefahren. Sorry. Er und seine Mädels, ey. Mann, ey. Ich muss eigentlich über Carver lachen. Mit Hey, Captain. Ja, wir müssen jetzt wieder nach unten. Das ist ja toll. Ich habe übrigens noch einen Talkbar gebaut, ne? Ja, sehr gut. Ich auch noch. Sind wir schon unten? Das ging aber mir ein bisschen sehr schnell. Ach nee, das ist nicht runter. Das war eine Schleuse. Diese runden Dinger sind Schleusen. Um die tolle Atmosphäre draußen oder drin zu halten. Oh Gott. Oh, und ein Heavy Standard Frame. Sehr schön. Das Gute ist, dass wir uns jetzt dazu werfen damit. Wir haben ja auch gerade Ressourcen gefunden. Da müssen wir hoch oder runter? Lass mal hochgehen. Ich hätte so fragen. Was ist denn hier hinten? Hier hinten ist eine... Da müssen wir lang. Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Okay, gut, dann gehen wir mal hoch und gucken, was da jetzt auch so ist. Flieg zum Sieg. Hier ist eine Pulse Rifle. Ein Blaupause. Oh, Pulse Rifle. Schön. Und ein Textlog. Möchtest du vorlesen? Soll ich vorlesen? Ich lese kurz vor. Gut, ich habe nämlich noch ein Scaff-Artefakt, das kann ich denn vorlesen. Ah, sehr gut. Personal Log Private R. Bloody. Bloody. Blood. So Bloodshows halt. Night and day, it's always the same. They come shambling out of the storms, trying to get in. It's not easy following orders. You see familiar faces all the time. Sometimes they see you and they lock eyes and there's a glimmer of recognition, like they remember what it was like to be one of the other side of the wall. Safe and warm and alive. Beinahe lyrisch. Toll! Gott.
So. Und ich habe noch ein Artefakt gefunden. Excerpt vom Scaf Legendary Handbook. Concerning Necromorphs. The attacks we have suffered so far have cost us many lives, but left us with valuable lessons. The shambling creatures the science team are calling necromorphs appear to be made of the dead remains of other creatures, including our fallen soldiers. This is disturbing, disorienting, and shocking on first sight. Steel yourself, as it may be a psychological ploy of the creatures to weaken us. Critically important, shoot for the limbs. They otherwise keep coming and will behead you before you can reload. Body and headshots essentially waste ammunition, so you must quickly retrain your basic markmanship. Never allowed a breach of the outer wall. A single creature can take out an entire wing and begin a replication process within minutes. Ja, das klingt doch aufbauend. Und ich würde sagen, mit diesen aufbauenden Worten. Ja. Verabschieden wir uns hier in diesen aufbauenden Regionen. Mit dieser netten, halbnackten. Beziehungsweise, die ist sogar ganz nackt, die Frau. Oh ja, ein bisschen Unterhaltung für die Soldaten. Genau, hier für die Jungs von euch. Hier Bikini-Models, ne? Nackte Frau. Und für die Frauen, Isaac. Natürlich, hallo. Oder der Panda da. Der Panda, genau, der Panda ist die Cooler, genau. Na denn, ciao, ciao. Ciao.